Der 17. Mai 1291. Ein historischer Tag für Christentum und Islam. Muslimische Truppen stürmen eine Festung, die 200 Jahre lang heiß umkämpftes Symbol christlicher Herrschaftsansprüche war. Es ist der letzte Akt eines blutigen mittelalterlichen Dramas im Nahen Osten, in dem zwei Welten aufeinanderprallen. Die Kreuzzugsidee führte zu einem Zusammenstoß der Kulturen. In der Hafenstadt Akko wird ein christlicher Traum für immer zerschmettert. Rund 700 Jahre später entdecken Archäologen die Scherben, die jener Moment hinterlassen hat. Jetzt können wir nachempfinden, wie der letzte Tag in der Krypta des heiligen Johannes verlaufen ist. Diese Scherben der Kirchenfenster stürzten damals auf den Boden. Der Fall Akkos war ein Schlüsselereignis, weil damit die Geschichte der Kreuzzüge im Heiligen Land ihr Ende fand. Einige der dunklen Geheimnisse jener Tage sind erst jetzt ans Licht gekommen. Sie enthüllen, wie die Krieger beider Seiten lebten, kämpften und starben. Von 1096 bis 1291 ist der Nahe Osten ein Schlachtfeld. Erbittert kämpfen Armeen der Christen und Muslime um die Herrschaft im Heiligen Land. Bei insgesamt 7 Kreuzzügen sterben Zehntausende. Es ist eine Geschichte von Blutbädern im Namen der Religion, aber auch von handfesten Macht- und Wirtschaftsinteressen. Ende des 11. Jahrhunderts beherrschen islamische Sultane Nordafrika, halb Spanien und die Nahostländer. Die christliche Welt ist gespalten in die europäische Hälfte der Königreiche und Fürstentümer, die der Westkirche in Rom angehören, und in die östliche des Byzantinischen Reiches mit der Hauptstadt Konstantinopel. Dort residiert die Ostkirche. Die Kreuzzüge sind ein geradezu modellhafter Zusammenstoß zweier Religionen, zweier Kulturen und zweier Kontinente. Akko. Heute eine israelische Küstenstadt, ist vor den Kreuzzügen von Muslimen bewohnt. Die Hafenstadt war nicht nur in militärischer Hinsicht bedeutsam. Sie war auch ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum. Das darf man nicht übersehen. Mit seinem geschützten Hafen ist Akko für alle, die über das Meer kommen, das Tor zum Heiligen Land. Und damit auch zu Jerusalem. Schon damals ist Jerusalem den Muslimen ebenso heilig wie den Christen und den Juden. Die Gewalt der Geschichte wirkt bis heute nach. Viele Muslime, vor allem im Nahen Osten, sehen die Gründung Israels und die Art und Weise seiner Entstehung als Verlängerung der Kreuzzüge, nämlich durch die Präsenz westlicher Fremder. Vor 900 Jahren verwandelte ein Krieg zwischen zwei Welten dieses Zentrum des Glaubens in ein unheiliges Schlachtfeld. Heute erforschen Archäologen den Teufelskreis aus Intoleranz und Gewalt. Dazu gehören Aspekte des Transportwesens auf dem Weg in den Nahen Osten. Pferde sind im Mittelalter die wichtigsten Mittel der Logistik. Aber bisher wissen wir nicht das Geringste darüber, welche Rassen die Kreuzfahrer benutzt haben und wie groß die Tiere waren. In England wiederum erforscht man mit einfallsreichen Versuchen die Waffentechnik. Die Vorstellung, dass die Westeuropäer eine überlegene Militärtechnik mitbrachten und deshalb im ersten Kreuzzug siegten, ist völliger Unsinn. Und wie wahrheitsgetreu ist die Darstellung der Anführer? Besonders interessant ist es, den englischen König Richard Löwenherz und seinen muslimischen Gegenspieler Saladin zu vergleichen.
Saladin ist eine überragende Persönlichkeit, großzügig in Handeln und Denken. Richard Löwenherz kommt wie ein betrunkener Fußball-Rowdy, aber als er den Nahen Osten wieder verlässt, ist er ein anderer. Was hat diese Männer und ihre Gefolgschaften getrieben? Was war die Ursache für diesen 200 Jahre dauernden Krieg? Rückblende ins Jahr 1095. Die christliche Welt ist in Aufruhr. In Kleinasien haben islamische Heere den Ostteil des Byzantinischen Reiches überrannt. Und in Europa toben Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Herrschern. Das nutzt die Kirche für politische Zwecke. Papst Urban II., der im französischen Clermont ein Konzil abhält, reagiert auf einen Hilferuf des byzantinischen Kaisers mit einem folgenreichen Appell. Urban II. Sah, dass überall in Europa Blut vergossen wurde, dass die Ritter ihre kriegerische Energie dafür verschwendeten, ständig gegeneinander zu kämpfen. In einer Art Geistesblitz erklärte er, sie sollten ihre Energie für eine edlere Sache einsetzen. Auf dem Konzil fordert der Papst jeden Christen auf, das 1070 von den türkischen Seldschuken eroberte Jerusalem von den Ungläubigen zu befreien. Im Frühjahr 1096 versammeln sich die Ersten, um dem Aufruf zu folgen. Am ersten Kreuzzug beteiligt sich ein bunter Haufen von Menschen. Es ist keine sorgfältig geplante militärische Unternehmung, sondern ein sogenannter Volkskreuzzug. In Westeuropa versammeln sich schätzungsweise 20.000, um nach Jerusalem zu ziehen. Es sind vor allem zügellose Scharen verarmter Bauern. Die meisten dieser Menschen hatten nur eine nebelhafte Vorstellung davon, was sie da eigentlich taten. Diese Kreuzfahrer hinterließen auf dem Weg in den Nahen Osten eine Schneise der Verwüstung, weil sie sich nur durch Plünderungen ernähren konnten. Deshalb waren sie unterwegs nirgendwo willkommen. Von Beginn an macht der Pöbel ernst mit der Verfolgung aller Ungläubigen. Angestachelt von Predigern, die gegen die Christusmörder hetzen, metzelt er tausende Juden nieder, in Rouen, im Rheinland und in Prag. Auch Ungarn gelten als Heiden und werden ermordet. Dieser Armenkreuzzug wird sein Ziel nie erreichen. In Kleinasien wird er von den Türken vernichtet. Die muslimischen Herren Jerusalems sind nicht gerade beunruhigt. Die weitaus meisten Menschen in der islamischen Welt betrachteten die Westeuropäer als unwissende und mörderische Nichtsnutze. Sie hatten kein Interesse an ihnen. Nach dem Bauernpöbel brechen vier gut organisierte Ritterheere auf. Nach einem dreijährigen Marsch erreichen sie das Heilige Land. Im Mai 1096 erblicken die ersten der Ritter mit ihren Fußtruppen die Tore Jerusalems. Diese Mauern gilt es zu überwinden. Als die Muslime all die ausländischen Truppen sehen, die ihre Stadt erobern wollen, ergreifen sie Gegenmaßnahmen. Sie kochen Öl, schärfen ihre Speere und zählen ihre Waffen. Wer ist militärisch im Vorteil? Sind es die Angreifer oder die Verteidiger? Bei einer Burg in England sucht der Historiker David Nicol nach Antworten. Mich faszinieren die praktischen Details des Alltagslebens. Ich wäre zu gern dabei gewesen. Ich bin mit Waffen und Rüstungen aufgewachsen, weil sich schon mein Vater von Kindesbeinen an dafür interessiert hat. Nicol ist Spezialist für das mittelalterliche Waffenwesen. Er hat mehrere Bücher darüber geschrieben, wie die christlichen und muslimischen Armeen ausgestattet und ausgebildet waren. In möglichst realistischen Experimenten lässt er mit rekonstruierten Waffen und Rüstungen testen, ob die damaligen Berichte über den muslimischen Kampfstil korrekt sind. Deshalb hat sich der Waffenexperte Stephen Raves in einen islamischen Kämpfer verwandelt.
Wie wir wissen, wurden in der islamischen Welt bestimmte Kampftechniken routinemäßig geübt. Am berühmtesten ist das Training der Reiter, die in vollem Galopp eine Reihe von Schilfrohren mit dem Schwert stückweise fast bis auf den Boden absäbeln. Das erfordert ein unglaubliches Geschick mit der Waffe und als Reiter. Das wollte ich schon immer mal sehen. Aber wie effektiv ist ein solcher Schwertangriff auf einen Kreuzfahrer in voller Rüstung? Auch das wird getestet. Erstaunlich wenig Schäden. Er hat drei gute Schwerthiebe angebracht. Der erste quer über den Schild hat absolut nichts bewirkt. Der zweite war schon besser, weil er am Schild vorbei ein Stück weit in die Rüstung eingedrungen ist. Aber das gefütterte Wams darunter hat eine Verletzung verhindert. Der dritte, ebenfalls sehr dramatisch wirkende Hieb, landete quer auf dem Helm und der hat ihn abgefangen. Der Bursche hätte höchstens etwas Kopfschmerzen gehabt, aber mehr auch nicht. Aber die Muslime hatten noch andere Hiebwaffen. Mit diesem sogenannten Streitkolben konnten sie auch Helme und Rüstungen durchdringen. Das war schon sehr viel wirksamer. Auch dieses Mal wurden drei Hiebe ausgeteilt. Der erste hat das Kettenhemd völlig zerschmettert. Was der Schlag auf den Helm angerichtet hat, ist für mich eine große Überraschung. Ich hatte nicht gedacht, dass er so viel Schaden anrichten würde, aber der Helm ist durchlöchert worden wie von einer Gewehrkugel. Ganz außerordentlich. Einer dieser Zacken hat das Eisen völlig durchdrungen. Das Fazit: Die Kreuzritter waren durchaus verwundbar. In den militärtechnischen Grundlagen unterschieden sich die islamische und die europäische Welt kaum. Aber es gab graduelle Unterschiede in der Verfeinerung der Waffentechnik und da waren die Muslime nach meiner Ansicht eindeutig im Vorteil. Anfang Juni 1099 haben die Kreuzritter Jerusalem umzingelt. Sie lassen sich Zeit. Sie sind zwar von einem fanatischen Willen getrieben, aber keine Hitzköpfe, sondern Profis. Vom 6. bis zum 14. Juni haben sie nur erkundet, wie man die Stadt am besten angreift. Sie schickten ihre Baumeister los, um in den Befestigungen Schwachstellen zu finden. Die massiven Stadtmauern sind offenbar nicht zu durchbrechen. Aber die Experten machen die Achillesferse der Stadt aus. Sie ergibt sich aus den Gegebenheiten des umliegenden Geländes. Genau hier haben die Kreuzfahrer die Mauern der Altstadt überwunden. An derselben Stelle sind auch schon alle früheren Eroberer eingedrungen. Nur von hier aus, an der flachen Nordseite, kann man die Stadt einnehmen. Juli 1099. Die Schlacht um Jerusalem beginnt. Am ersten Tag der Belagerung fällt die Stadt. Die jüdischen und muslimischen Verteidiger werden von den christlichen Fanatikern überwältigt. Die Belagerung endet in einem Blutbad. Einer der Kreuzfahrer berichtet: Wäret ihr dabei gewesen, hättet ihr gesehen, wie sich unsere Füße rot färbten, weil wir bis zu den Knöcheln im Blut der Getöteten warteten. Niemand wurde am Leben gelassen. Auch nicht die Frauen und Kinder. Nicht nur die Muslime werden ermordet. Die Kreuzfahrer jagen auch die Juden und verbrennen sie bei lebendigem Leib in der Synagoge, in der sie Zuflucht gesucht haben. Das Massaker hat den militärischen Triumph zu einem Schandfleck in der Geschichte Jerusalems gemacht. Es wurde als unnötige Barbarei angesehen, die nach Vergeltung rief. And retaliatory action. In den Jahren nach der Eroberung Jerusalems errichten die Christen 45 neue Kirchen, viele davon auf den Ruinen zerstörter Moscheen und Synagogen.
Gleichzeitig erbauen sie aber auch zahlreiche starke Festungen. Denn nach wie vor sind sie im Heiligen Land von Feinden umgeben. Sie herrschen nur über 4 Enklaven, das Königreich Jerusalem und 3 weitere Kreuzfahrerstaaten. Die müssen geschützt werden. Die meisten dieser Festungen sind sehr viel größer und stärker als die Burgen, die zur gleichen Zeit in Westeuropa erbaut werden. Besonders gut zu sehen ist das an der Kreuzfahrerburg Belvoir im Norden des heutigen Israel. Sie gleicht einem Mutterschiff in einem feindlichen Universum. Die Festungen wurden so konzipiert, dass sie von der Außenwelt völlig unabhängig waren, selbst bei einem Angriff. Die hoch über dem Tal des Jordan gelegene Trutzburg ist nie bezwungen worden, dank der massiven Mauern. Typisch für die Kreuzfahrerfestungen waren die außergewöhnlich mächtigen Mauern. Neben diesem Tor zum Beispiel sind sie fast 5 Meter dick. Das ist enorm. Die ähnlich massive Tür ruhte in gewaltigen Angeln aus Stein und konnte auch den Rammen der Belagerer standhalten. Hier sind die Löcher für die Querriegel. Die Kreuzfahrerburgen sind nach dem neuesten Stand der Festungsarchitektur erbaut. Dazu gehören auch die Schießscharten. An den Mauerschlitzen saßen die Bogenschützen. Aus einigen wurde alles Mögliche auf die Belagerer hinabgegossen. Etwa siedend heißes Öl oder Fäkalien. Dann gibt es noch Falltüren und geheime Tunnel, die bis hinter den Belagerungsring ins Freie führten. Ein ganzes Netz unterirdischer Anlagen. Die Burgen sind umso leichter zu verteidigen, je mehr sie die Umgebung überragen. Sie haben ihre Festungen immer in großer Höhe errichtet, um einen Panoramablick zu haben. Die Burg Belvoir steht 550 Meter über dem Tal. Von hier aus hat man einen grandiosen Blick. Man sieht 80 Kilometer weit bis zu den Golanhöhen und in der anderen Richtung weit nach Jordanien hinein. Jahrzehntelang bieten solche Befestigungen Schutz vor den Muslimen. Deren Herrscher wollen die Christen wieder vertreiben, kämpfen aber häufig auch gegeneinander. Das ändert sich knapp 80 Jahre nach dem Fall Jerusalems. Ein neuer Herrscher betritt die politische Bühne und vereint die Muslime. Sein Name ist Saladin. Der Sultan begründet in Ägypten eine neue Dynastie und bringt fast den gesamten Nahen Osten unter seine Kontrolle. Es gibt heute keinen politischen Führer, der ihm gleichkäme. Der im irakischen Tikrit geborene Saladin ist eine Ausnahmeerscheinung. Er war ein überzeugter und frommer Muslim, aber auch ein realitätsbewusster Herrscher. Er war weder naiv noch ein Heiliger. Im Großen und Ganzen war er zweifellos ein Held. Sein Sekretär beschreibt ihn mit folgenden Worten. Schüttelt der Sultan jemandem die Hand, lässt er sie erst wieder los, wenn dieser Anstalten dazu macht. Er ist ein Vorbild an Ritterlichkeit, Großzügigkeit und Bescheidenheit. Und er hat ein freundliches Gesicht. Doch auf dem Schlachtfeld ist er ein anderer. Er war kein Heiliger und konnte sehr unbarmherzig sein. 1179 erbauen Kreuzfahrer im heutigen Nordisrael eine neue Festung. Sie heißt Wadum Jakob, Jakobsburg. Bevor sie ganz fertiggestellt ist, greift Saladin an. Als Saladin in die Burg eindrang, befanden sich dort etwa 1500 Mann. Der israelische Archäologe Ronny Ellenblum führt in den Ruinen der Burg seit 10 Jahren Ausgrabungen durch. Als er mit seinem Team eine Zisterne freilegt, macht er eine schauerliche Entdeckung. Zahlreiche menschliche Knochen beweisen, dass hier Hunderte der Kreuzfahrer niedergemetzelt wurden. Dieser Knochen gehörte zu einem Ritter oder Soldaten, der die Burg Wadum Jakob verteidigte. Er hat 3 Schwerthiebe abbekommen.
Einer traf das Schultergelenk, trennte den Oberarm aber nicht ganz ab, weil er durch ein Kettenhemd geschützt war. Ein anderer trennte die Hand ab und ein dritter zerschmetterte den Kiefer. Jeder dieser Hiebe konnte tödlich sein. Die Kämpfer waren im Blutrausch und schlugen immer wieder zu, auch wenn die Opfer bereits tödlich getroffen waren. So haben Saladins Truppen etwa 700 oder 800 Mann getötet. Die Indizien lassen nur eine Schlussfolgerung zu. Zum ersten Mal haben wir Beweise für ein Massaker gefunden. Der Archäologe hat auch Knochen von Pferden gefunden, die ebenfalls abgeschlachtet wurden. Das ist kein Zufall, wie Ellenblum erläutert. Auf diese Weise sollten die Kreuzfahrer zusätzlich gedemütigt werden. Bisher haben wir die Skelette von 10 Pferden entdeckt, 5 davon in einem einzigen großen Haufen. Die Knochen der Vierbeiner werfen weitere Fragen auf. Rivka Rabinovic, die an der Hebräischen Universität Jerusalem die Säugetiersammlung betreut, und eine Assistentin wissen mehr. Erste Messungen führen zu überraschenden Ergebnissen. Wir dachten, wir würden große Pferde finden, wie sie die historischen Abbildungen zeigen. Aber es sind nur kleine Pferde oder große Maultiere. Edle Ritter auf Maultieren? Bisher können wir die beiden Arten anhand der Knochen nicht eindeutig auseinanderhalten. Deshalb werden wir wohl als nächstes DNS-Analysen durchführen. Eines belegen die Schädel schon jetzt. In Wadum Jakob werden die Kreuzfahrer von den Sarazenen Saladins vernichtend geschlagen. Im Jahr 1186 brechen die Christen einen mit Saladin abgeschlossenen Waffenstillstand und überfallen eine riesige Karawane. Als Saladins Forderung nach Wiedergutmachung und Freigabe der Gefangenen abgelehnt wird, stellt er sein bis dahin größtes Heer zusammen und ruft einen Dschihad aus. Dschihad ist die Deklaration eines heiligen Krieges zu Zwecken der Verteidigung. Mit diesem Ausruf hat Saladin die Muslime geeint. Dank der Kreuzfahrer wurde dieser Aspekt des Dschihad wiederbelebt. Im Juli 1187 kommt es zur Schlacht. Bei Hattin steht den rund 13.000 christlichen Kämpfern eine böse Überraschung bevor. Saladin hat ihnen eine brillante Falle gestellt. Die Kreuzfahrer kamen aus dieser Richtung und wollten dort unten zum Ufer des See Genezareth, um dringend benötigtes Trinkwasser zu holen. Als sie an diese Stelle kamen, schnappte die Falle zu. Saladin schickte mehrere tausend Bogenschützen an diese Steilwand. Sie überschütteten die Kreuzfahrer mit einem Pfeilhagel. Was Reitkünste und Treffsicherheit angeht, waren Saladins Bogenschützen allen anderen überlegen. Das jedenfalls behaupten zeitgenössische Darstellungen. Ob das stimmt, untersucht der Historiker David Nicoll in Haddingham Castle mit Hilfe des Waffenexperten Stephen Raves, der auch ein meisterhafter Bogenschütze ist. Die Kämpfer übten das Schießen vom Sattel aus in allen Varianten. Aus großer Entfernung, aus der Nähe, mit stehendem Pferd, im Galopp, auf Ziele vor ihnen und auf Ziele hinter ihnen. Während die Kreuzfahrer den Pfeil mit drei Fingern hielten, benutzten die Muslime nur den Daumen, um die Sehne zu spannen und den Pfeil abzuschießen. Manche Historiker meinen, durch den Daumengriff erhalte der Pfeil eine größere Durchschlagskraft. Diese Schlussfolgerung ziehen sie aus einigen der zeitgenössischen arabischen und türkischen Quellen. Das wird jetzt überprüft, mit Hilfe eines modernen Geschwindigkeitsmessers. Dieses Gerät soll uns verraten, wie schnell die Pfeile an ihm vorbeifliegen.
Erst der Dreifingergriff. Umgerechnet 187 Stundenkilometer. Jetzt der Daumengriff. Ein viel glatterer Abschuss als bei drei Fingern. 177 km/h, also beide um einiges langsamer. Ich hätte das Gegenteil erwartet. Die größere Schnellkraft war Propaganda. Man behauptete, die besseren Waffen zu haben, um dem Feind Angst einzujagen. Doch einen Vorteil hatte der Daumengriff. Er ist wahrscheinlich effektiver. Also mehr Treffsicherheit. Ja, größere Genauigkeit. Aber reicht die Treffsicherheit aus, um Ritterrüstungen zu durchbohren? Vielleicht liegt die Antwort darin, dass ein Pfeil, der in vollem Galopp und aus der Nähe abgeschossen wird, eine größere Durchschlagskraft hat. Das soll bei Experimenten mit dieser Attrappe herausgefunden werden. Now this is very interesting. Sehr interessant. Zwei Pfeile haben den Kettenpanzer glatt durchschlagen, einer ist abgeprallt und einer nicht richtig eingedrungen. Diese Stelle ist besonders interessant, um nicht zu sagen erschreckend. Selbst der Pfeil, der zurückprallte, hat ein Loch in die Kettenhemdglieder gerissen. Dabei ist einer der Ringe aufgesprungen und hat sich durch den Stoff in die Gipsfüllung der Attrappe gebohrt. Wäre das ein Mensch gewesen, hätte der zerbrochene Metallring dem Unglücklichen eine tiefe Verletzung zugefügt. In der Schlacht bei Hattin geben Saladins Bogenschützen den Ausschlag. Den Rest erledigen die Schwertkämpfer. Sämtliche Kreuzfahrer fallen oder werden gefangen genommen. Besonders schmerzhaft für die Christen ist, dass die Muslime eines ihrer größten Heiligtümer erbeuten. Das ist die Reliquie des wahren Kreuzes, an dem nach ihrer Überzeugung Christus starb. Wenn die Kreuzfahrer in eine große Schlacht zogen, pflegten sie dummerweise, diese Reliquie mitzunehmen. Sie galt als Symbol der göttlichen Vorsehung, wurde kurioserweise aber auch als Verhandlungsobjekt benutzt, weil sie den Muslimen nichts bedeutete, für die Christen aber unermesslichen religiösen Wert hatte. Die vernichtende Niederlage der Kreuzfahrer bei Hattin ist ein Triumph für Saladin. Eigenhändig schlägt er dem Anführer der Christen, der den Waffenstillstand gebrochen hatte, den Kopf ab. Der Sieg bei Hattin ist wichtig, weil sich Saladin dabei als militärisches Genie erweist und das Scheitern der Kreuzzüge einleitet. In den folgenden drei Monaten erobert Saladin eine Kreuzfahrerhochburg nach der anderen, darunter Akko. Im Oktober 1187 ergibt sich dann auch Jerusalem. Als der Papst erfährt, dass nach dem wahren Kreuz nun auch Jerusalem in die Hände der Ungläubigen gefallen ist, erleidet er angeblich einen Herzschlag. Der siegreiche Saladin zeigt im Triumph beispiellosen Großmut. Er verschont die Stätten der Christen, auch die Grabeskirche, das größte ihrer Heiligtümer. Statt die Kirche zu zerstören, gewährt er christlichen Pilgern freien Zugang. Die gehören oft rivalisierenden Glaubensrichtungen an. Um zu verhindern, dass eine Gruppe die anderen ausschließt, übergibt er die Kirchenschlüssel zwei muslimischen Familien. Deren Nachkommen sind bis heute als Pförtner tätig. Auf die europäischen Mächte und den Papst macht diese Großzügigkeit nicht den geringsten Eindruck. Sie rufen 1189 zum dritten Kreuzzug auf. Und dieses Mal trifft Saladin auf einen ebenbürtigen Widersacher. Am 7. Juni 1191 landet der 34-jährige König von England mit einer Flotte vor der Hafenstadt Akko.
Richard Löwenherz liebte den Krieg. Er war der größte Kämpfer seiner Zeit. Richard Löwenherz, der tapfere englische König, der Kreuzfahrer wird. Stimmt doch, oder? Nicht ganz. Sicher, er ist König von England, hat dort aber nur 6 Monate seines Lebens zugebracht. Und er spricht nur Französisch, kein Englisch. Aber auch damals schon spricht alle Welt die Sprache des Geldes. Richard verspricht seinen Männern Gold für jeden Stein, den sie aus den Mauern von Akko herausbrechen. Die Kreuzfahrer brauchen diese Stadt als Brückenkopf, wenn sie eine Chance haben wollen, Jerusalem zurückzuerobern. Doch dazu müssen sie die massiven Befestigungen überwinden, die ihre Vorgänger im ersten Kreuzzug errichtet hatten. Am 11. Juni 1191 beginnen die christlichen Belagerer mit dem Angriff auf die Stadtmauern. Sie Stein für Stein niederzureißen, würde ewig dauern. Deshalb werden mobile Belagerungstürme eingesetzt, die ebenso hoch sind wie die Mauern. Innen sind Treppen eingebaut, auf denen die Kämpfer nach oben klettern, ohne vom Feind getroffen zu werden. Diese Sturmangriffe und die Tatsache, dass die Verteidiger seit Monaten von jedem Nachschub abgeschnitten sind, führen einen Monat später zum Erfolg. Am 12. Juli ergibt sich die Stadt. Saladin, so heißt es, habe getrauert wie eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Anders als zuvor Saladin zeigt Richard Löwenherz bei seinem Sieg keinerlei Großzügigkeit. Er lässt die 2700 sarazenischen Gefangenen aus der Stadt führen und einen nach dem anderen töten. Es war ihm zu lästig, sie zu bewachen, bis der zögerliche Saladin einem Freikauf zugestimmt hätte. Das hat den Ruf Richards sehr befleckt und korrigiert den Mythos, der ihn in der volkstümlichen europäischen Überlieferung zum romantischen Helden verklärt hat. Da Jerusalem verloren ist, macht Richard Löwenherz nun Akko zur Hauptstadt des kleinen Königreiches der Kreuzfahrer. Auf ihren Bauten ist später eine arabische Zitadelle errichtet worden. Deshalb liegen sie heute unter der Erde. Um sie freizulegen, ist tonnenweise Geröll beiseite geräumt worden. Das eindrucksvollste Bauwerk ist die Krypta des heiligen Johannes. Aber auch die anderen Säle sind bemerkenswert. Hier stehen wir im Hospiz. Dort wurden kranke Pilger versorgt. Der Archäologe Eliezer Stern führt seit Jahren Ausgrabungen in Akko durch. Seine Entdeckungen bestätigen zeitgenössische Berichte, wonach die Kreuzfahrer manche der muslimischen Praktiken übernommen haben. Das gilt vor allem für die Krankenbehandlung. In Europa gibt es vor den Kreuzzügen noch keine Krankenhäuser, sondern nur Herbergen, in denen die Armen Unterkunft und Essen finden. Kranke werden oft abgewiesen. Das wird sich jetzt ändern. Dies war ein Krankensaal der Johanniter. Der Ritterorden ist in Akko gegründet worden. Seine Mitglieder sind nicht nur Kämpfer, sondern haben sich auch der Pflege kranker Pilger und Kreuzfahrer verschrieben. In muslimischen Hospitälern wird die Behandlung der Kranken mit einer gesunden Diät unterstützt, die viel Obst enthält. Sind die Johanniter diesem Beispiel gefolgt? Um das zu beantworten, betreiben die Wissenschaftler eine Quellenforschung, die für empfindlichere Gemüter eher unangenehm wäre. Eines haben alle Beteiligten am Krieg um das Heilige Land gemeinsam. Sie alle müssen auch ganz profane Geschäfte verrichten. In Akko dienen dazu Latrinen mit Steinsitzen, die über dem untersten Kellergeschoss stehen. Was von dort hinabfiel, hat die Jahrhunderte überdauert. Proben dieser Hinterlassenschaft der Kreuzfahrer werden sorgfältig eingesammelt und zur genaueren Analyse zu einem Spezialisten in London geschickt. Am Charing Cross Hospital untersucht Dr. Piers Mitchell die Proben mit großem Interesse. Mit unserem Projekt wollen wir herausfinden, was die Menschen damals gegessen haben und ob sie medizinisch behandelt wurden.
Die Ergebnisse der Analysen fördern Erstaunliches zutage. Auf dem Schlachtfeld verwundet zu werden, war keineswegs die einzige Gefahr. Die Kämpfer wurden noch von anderen, unsichtbaren Feinden angegriffen. Mitchell findet Darmparasiten wie Spulwürmer, die im Nahen Osten weit verbreitet sind, aber auch einen weiteren, überraschenden Schmarotzer. Der Fischbandwurm, dessen Eier wir entdeckt haben, ist vor den Kreuzzügen nie im Nahen Osten aufgetaucht. Er muss von den Kreuzfahrern, die in Akko die Latrinen benutzten, eingeschleppt worden sein. Der Forscher findet auch Indizien für eine besondere Krankendiät. In der Krankenbehandlung gab es einen dramatischen Wandel. Die Patienten bekamen Salatblätter und viel Obst, vor allem Feigen, Äpfel, Pfirsiche und Granatäpfel. Vor der Nahrungsumstellung hatten die kranken Kreuzfahrer hauptsächlich Bohnen gegessen. Jetzt enthält ihre Schonkost auch gesundes Brot, so wie bei den muslimischen Patienten. Die Kreuzzüge führten dazu, dass auch in europäischen Hospitälern Patienten medizinisch behandelt wurden. Fast 100 Jahre nach Beginn der Kreuzzüge erkennt Richard Löwenherz, dass es ihm unmöglich ist, Jerusalem mit militärischen Mitteln zurückzugewinnen. Also übersendet er Saladin ein Verhandlungsangebot. Kommt her und hört, was ich zu sagen habe. Das Land ist völlig ruiniert und beide Seiten haben Güter und Menschenleben geopfert. Es ist an der Zeit, dem ein Ende zu bereiten. In seiner Botschaft an Saladin macht der König klar, dass er in erster Linie über Jerusalem und das wahre Kreuz verhandeln will. Die Antwort erfolgt prompt und ist eindeutig. Die Stadt ist uns ebenso heilig wie euch. Aus diesem Grund kommt es für uns nicht in Frage, sie aufzugeben. Was das Kreuz angeht, so ist es ein großer Trumpf in unserer Hand. Wir werden es nur herausgeben, wenn ihr ein bedeutsames Zugeständnis macht. Der Legende zufolge ist der König nur zu einem Zugeständnis bereit, das Saladin nicht gerade beeindruckt. Ich schlage vor, dass meine Schwester, Königin Joanna, euren Bruder Melik al-Adil heiratet. Dann kann das Paar gemeinsam über das neue Königreich Jerusalem herrschen und dort auch seinen königlichen Sitz haben. Der Plan scheitert schon daran, dass die Schwester nicht daran denkt, sich auf einen solchen Handel einzulassen. Immerhin reden die beiden Feinde jetzt miteinander, statt einander zu bekämpfen. Im Lauf der Jahre entwickelt sich eine interessante Beziehung zwischen Richard und Saladin. Sie korrespondieren miteinander, tauschen Geschenke und sogar ihre Ärzte aus, als Richard einmal krank wird. Das zeigt einen beiderseitigen Respekt. Als Richard an einem schweren Fieber erkrankt, macht Saladins Leibarzt einen ungewöhnlichen Hausbesuch. Er bringt einen exotischen Früchtecocktail mit, der mit Eis von einem fernen Gebirge gekühlt ist. Die versöhnlichen Gästen lassen zum ersten Mal die Hoffnung aufkeimen, dass das Blutvergießen ein dauerhaftes Ende finden könnte. Wenn wir zu einer Übereinkunft gelangen, werden wir uns treffen. Und zwischen uns wird Freundschaft herrschen. Ein solches persönliches Treffen wird nie zustande kommen. Aber am 2. September 1192 schließen die beiden Herrscher und Heerführer Frieden. Das Abkommen besiegelt den Status quo. Akko bleibt als einzige Hochburg in christlicher Hand und Jerusalem in muslimischer. Aber Saladin garantiert den Pilgern sämtlicher Religionen sicheren Zugang zur heiligen Stadt. Und das wahre Kreuz? Die Spur der legendären Reliquie verliert sich ebenso im Nebel der Geschichte wie die vom Heiligen Gral und von der israelitischen Bundeslade. Nach nur anderthalb Jahren im Nahen Osten kehrt Richard Löwenherz mit leeren Händen nach Europa zurück.
Er hatte 5 Jahre lang ganz Europa mobilisiert und dabei England in den Bankrott getrieben, um Jerusalem mit der Grabstätte Christi zu erobern. Doch als er vor den Toren stand, gab er all das auf. Trotzdem glaube ich nicht, dass er sich als Versager empfand. Der von Richard und Saladin ausgehandelte freie Zugang zu Jerusalem wird sie beide überdauern. Doch knapp 100 Jahre nach ihrem Tod flammt der Religionskrieg wieder auf. Erneut wird Akko zum Brennpunkt der Kämpfe. Bis 1290 leben Christen und Muslime im einzigen noch verbliebenen Herrschaftsbereich der Kreuzfahrer relativ friedlich zusammen. Sie handeln miteinander und tauschen Ideen aus. Dieses Geben und Nehmen war die andere Seite des Zusammenstoßes der Kulturen. So entstand auch ein interessanter Dialog der Kulturen. Doch der Dialog ist nicht von Dauer. Die europäischen Herrscher und die Kirche in Rom haben den Traum von der Rückeroberung Jerusalems noch nicht aufgegeben und schicken Verstärkung. Als diese Kämpfer, die hauptsächlich aus Italien stammen, im Sommer 1290 in Akko eintreffen, erweisen sie sich schnell als undisziplinierter Haufen. Sie treiben sich Tag und Nacht in den Tavernen herum und verbreiten Angst und Schrecken. Ende August richten sie ein Pogrom unter den muslimischen Einwohnern an. Sie jagen und ermorden jeden Mann, indem sie einen Heiden vermuten, weil er einen Bart trägt. Der damalige islamische Herrscher, ein Mamelukensultan, reagiert voller Wut. Ursprünglich sind die Mamelucken Sklaven türkischer Herkunft, die als Kinder oder Jugendliche gekauft und zu professionellen Kriegern ausgebildet werden. Gleichzeitig erhalten sie auch eine umfassende geistige Erziehung. Nach Abschluss der Ausbildung werden sie freigelassen. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts herrschen die Mamelucken im Heiligen Land. Um das Blutbad in Akko zu rächen und die Kreuzfahrer endgültig zu besiegen, belagert der jetzige Sultan die Stadt mit 226.000 Mann, denen nur 22.000 Verteidiger gegenüberstehen. Nach 6 Wochen Belagerung, am 17. Mai 1291, stürmen die Angreifer die Stadt. Dabei helfen ihnen 60 Ballisten. Das sind gewaltige Wurfmaschinen, die Brandgeschosse und riesige Steinkugeln gegen und über die Festungsmauern schleudern. Noch heute findet man in Akko Relikte der Schlacht, die das Ende der Kreuzzüge markierte. Steinkugeln wie diese wurden von den Mamelucken über die Burgmauern katapultiert und liegen hier überall herum. Die massiven Geschosse schlagen nicht nur Breschen in das Mauerwerk. Am schlimmsten ist die psychologische Wirkung regelmäßiger Einschläge. Wie bei Artilleriebeschuss ist man nirgendwo sicher und kann jede Minute getroffen werden. Einige Johanniter suchen in der Krypta Zuflucht. Aber die einzige Antwort auf ihre Gebete ist eine geballte Botschaft des Feindes. Die Archäologen haben jetzt den steinernen Boden der Kapelle näher untersucht. Eliezer Stern hofft, hier Hinweise darauf zu finden, wie das Innere der Krypta zerstört wurde. Mehrere Schichten Glasscherben übereinander. Hier ist noch ein Stück, blau mit braun oder rot. Zu seiner Freude entdeckt der Forscher noch etwas anderes. Oh, this is amazing.
Das ist erstaunlich. Verkohlte Holzstücke. Jetzt verstehe ich auch, warum der Boden um die Glasscherben herum viel dunkler ist. Offenbar sind das Reste von den Holzrahmen der Kirchenfenster. Sie sind völlig verbrannt. Damit steht wohl fest, dass die Kirche durch Feuer zerstört wurde. Die muslimischen Eroberer kennen keine Gnade und machen kaum Gefangene. Aber einigen der christlichen Verteidiger gelingt es, zum Hafen zu entkommen und sich einen Platz auf Schiffen zu erkaufen, die sie in Sicherheit bringen. Doch das können sich nur wenige leisten. In zeitgenössischen Berichten heißt es, sie seien unbemerkt von den Belagerern durch einen geheimen Tunnel geflohen, der bis zur Mole führte. Auch diese Fluchtroute ist mittlerweile freigelegt. Es müssen dramatische Szenen gewesen sein. Der unterirdische Gang ist zum Teil in den nackten Felsen gehauen und zum Teil gemauert. Er verläuft unter der Johanniterfestung in zwei Richtungen. Er verband die Templerburg im Westen mit dem Hafen im Osten. Angelegt worden war der Tunnel von den Templern. Dieser in Jerusalem gegründete geistige Ritterorden hatte geschworen, den christlichen Pilgern bewaffneten Schutz zu gewähren. Das Gelübde ist nun vergessen. Die Tempelritter hatten die Existenz des Tunnels geheim gehalten. So konnten sie ihn benutzen, um in den letzten Tagen Akkus unentdeckt zum Hafen zu entkommen und nach Europa zu fliehen. Zur Niederlage beigetragen hat auch die Uneinigkeit zwischen den einzelnen christlichen Gruppen, die sich seit langem als Rivalen empfinden. Augenzeugenberichten zufolge wenden sich die Templer mit den roten Kreuzen auf dem Gewand gegen die Johanniter mit den weißen Kreuzen, statt gemeinsam gegen die Sarazenen zu kämpfen. Besonders verzweifelt sind die Pilgerinnen. Ein christlicher Augenzeuge schildert dramatische Momente. 500 zumeist adlige Damen kamen beladen mit all ihrem Schmuck zum Hafen und flehten jeden Soldaten an, sie nur in ein sicheres Land zu bringen. Dafür würden sie ihr ganzes Geschmeide und notfalls auch ihre Kleider hergeben. Ganz anders der triumphierende Bericht eines Mamelukenkämpfers. Die Küstenländer sind wieder völlig in der Hand der Muslime. Davon hätten wir nicht zu träumen gewagt. Aber nun sind die Fremden aus Syrien und den Küstenzonen vertrieben. Gebe Allah, dass sie sie niemals wieder betreten. Dieser Wunsch geht in Erfüllung. Nie wieder hat ein Kreuzfahrer versucht, im Heiligen Land Fuß zu fassen. Der Fall Akkos war ein Schlüsselereignis. Damit war die Geschichte zu Ende. Mit Akko war die letzte größere Enklave erobert worden. Und das Fazit aus diesem Zusammenstoß zweier Kulturen? In der muslimischen Welt hat er kaum Spuren hinterlassen. Sie war bereits auf einem Höhepunkt der zivilisatorischen Entwicklung. Was die europäischen Kreuzfahrer mitbrachten, waren lediglich Ideen der Kriegführung und manchmal brutale Grausamkeit. Ganz anders der Einfluss der arabischen Welt auf die europäische Geistesgeschichte. Er hatte schon vor den Kreuzzügen eingesetzt, wurde jetzt aber verstärkt. Was sich positiv auf Europa auswirkte, waren Aspekte eines zivilisierteren Lebensstils. Dazu gehörten Ideale der Ritterlichkeit und das Streben nach Bildung, aber auch eine bessere persönliche Hygiene und gesunde Ernährung. Arabische Astronomie und Mathematik beflügeln die abendländische Wissenschaft. Zugleich machen die Pilgertransporte ins Heilige Land italienische Städte wie Venedig und Genua reich und mächtig, die Grundlage für die Renaissance. Vielleicht kann der Dialog, zu dem Richard Löwenherz und Saladin vor über 700 Jahren inmitten all der Kämpfe bereit waren, in die Zukunft weisen. Auch die heutigen blutigen Konflikte im Nahen Osten sind letztlich nur durch einen Dialog zu lösen. In denselben Straßen, in denen Kreuzfahrer Muslime und Juden niedermetzelten, hofft man jetzt auf ein friedliches Ende der unheiligen Kriege.